Wir sind in Bolivien unterwegs. Wir möchten den Salar de Uyuni, den größten Salzsee der Erde, durchqueren. Uns schließt sich ein kleiner Straßenhund an. Wir versorgen ihn so gut wie möglich und gehen dabei an unsere eigenen Reserven. Der kleine Hund, wir haben ihn Beppo genannt, wird immer kranker und langsamer. Wir selbst haben hier oben schnell gesundheitliche Schwierigkeiten. Auf dem Altiplano, einer Hochebene in Bolivien, liegt auf 3600 Metern Höhe der Salar de Uyuni, der größte Salzsee der Erde. Wir möchten ihn überqueren und bringen dabei nicht nur uns selbst in höchste Lebensgefahr. Wir müssen unseren kleinen Freund retten. Aus diesem Grund verändern wir unsere Planung und übernachten etwa 30 Kilometer von Colchani entfernt. Wir bleiben damit im Umkreis, der von Fahrzeugen befahren werden kann und ermöglichen so die Rettung unseres Hundes. Wir sind damit etwa 20 Kilometer weniger vorangekommen als geplant und berechnet. Noch während wir uns für die Nacht einrichten, zieht ein schweres Gewitter auf den See. Wir haben zwei kleine Probleme. Das erste Problem ist, dass wir morgen rund 55 Kilometer bis zur Isla Incahuasi laufen müssen. Der Grund ist, dass es, sobald es dunkel wird, so ab 18.30 Uhr, anfängt zu gewittern. Und deshalb versuchen wir, die Isla Incahuasi direkt zu erreichen. Die hat eine Erhöhung von rund 100 Metern. Und da denken wir, dürften wir mit dem Zelt einigermaßen sicher sein. Und das zweite Problem ist ein kleiner Hund, der uns seit heute Morgen gefolgt ist. Und die Wahrscheinlichkeit relativ nahe liegt, dass er die nächsten ein, zwei Tage nicht überleben wird. Der hat sich an uns rangehängt und ist einfach mal in die Salzwüste mitgelaufen. Wir schauen, dass wir ihm so viel Wasser wie möglich geben können, aber das Wasser ist auch für uns relativ knapp. Und mittlerweile hinkt er und eine Pfote ist entzündet und blutet. Und ja, wenn er morgen mit uns weiterzieht, obwohl wir versucht haben, ihn zu verscheuchen und haben ihn auch nicht gefüttert oder so, am Anfang ist trotzdem einfach mitgekommen. Dann wird er wahrscheinlich die nächsten zwei Tage nicht überleben. In der Nacht zieht das Gewitter direkt über uns. Als Blitz und Donner zusammenfallen, kauern wir im Zelt und halten die Luft an. Irgendwann schlafen wir erschöpft ein. Als wir auf dem See waren und es so angefangen hat zu gewittern, es war ziemlich heftig. Und da habe ich mich schon sehr unsicher gefühlt, muss ich sagen. Weil ich ja ungefähr jede Sekunde Blitze um uns rum waren. Und gerade weil wir auch so exponiert auf dem See waren, hat man die ja alle gesehen. Um sich rum, um uns rum waren so viele Blitze. Das war schon eine Situation, die sehr, sehr unangenehm war. Am nächsten Morgen richten wir uns für den Tag. Beppo ist kaum noch am Leben. Wir schaffen es, ein Fahrzeug heranzuwinken und den fast leblosen Körper einzuladen. Wir werden erst am Ende unserer Reise erfahren, wie es ihm ergangen ist. Wir haben unserem kleinen Freund fast ein Drittel unseres Wassers gegeben. Wir sind viel weniger weit gekommen als geplant. Die einzige Chance ist, in einem Tag bis zur Isla Incahuasi zu kommen. Das sind über 60 Kilometer. Für einen Tag Pause dazwischen haben wir nicht genügend Wasser. Außerdem würden wir, wenn wir die Isla nicht erreichen, mitten auf dem See und wieder mitten in den Gewittern übernachten. Wir verlassen den von Fahrzeugen befahrbaren Bereich und sind nun auf uns alleine gestellt. Die Salzoberfläche ist tragfähig genug für unser Gewicht, aber zu schwach für Geländewegen. Wir kommen schnell voran,
müssen aber immer wieder Umwege einplanen, da die Oberfläche des Salzes von vielen Löchern durchzogen ist. Hier mit dem Fuß einzubrechen und sich zu verletzen, kann für uns tödlich werden. Wir wenden uns nach Norden und steuern auf den weithin sichtbaren Vulkan Tunupa zu. Während wir auf Meereshöhe ohne Schwierigkeiten 50 und mehr Kilometer am Tag laufen können, wird es hier nach 30 Kilometern mühsam. Das Salz in der Umgebung zieht jeden Tropfen Flüssigkeit aus unserem Körper. Durch die geänderte Route kommen wir gefährlich nahe in die Einzugsgebiete dreier Vulkane im Norden. Hier münden große Flüsse aus der Pampa im Salar, das Wasser wird immer höher, der Boden weicher. Okay, hier sehen wir, was heute Nacht hier passiert ist. Wir hatten ein ziemlich starkes Gewitter mit sehr vielen Blitzen. Und hier haben wir das, was wir als Blitzeinschlag vermuten, beziehungsweise die Überreste, was der Blitz mit dem Salz gemacht hat. Und was besonders beunruhigend ist, dass meistens in der Mitte irgendein kleines bisschen Müll ist, was den Blitz angezogen hat. Wir sind jetzt mindestens an 20-30 vorbeigekommen, aber soweit das Auge reicht, sehen wir immer wieder diese kreisrunden Strukturen. Das heißt, heute Abend? Heute Abend sollten wir versuchen, nicht so direkt hier auf dem See zu sein, wenn es gewittert. Ja, gute Idee. Weil ansonsten sieht unser Zelt wahrscheinlich auch so aus wie die Bierdose danach. Okay. Vamonos. Weiter geht's. Kalt haben wir es nicht, ne? Bitte? Kalt haben wir es nicht. Nö. Und es ist schön ruhig hier. Nicht wie in La Paz. Denkst du, es kann einem auch zu viel werden? Zu viel Ruhe? Nee, du redest ja die ganze Zeit. Aber unser kleiner Hund fehlt mir jetzt schon ein bisschen. Ja. Den konnten wir glücklicherweise abgeben an ein paar Parkwächter oder was das waren. Wahrscheinlich sitzt er jetzt schon in Kolchani und kriegt Hippie-Futter, von den Hippies gefütterte Hamburgesas. Hier draußen wäre er gestorben. Ja. Dem ging schon nicht mehr gut. Durch das grelle Licht und die Oberflächenspiegelung sehen wir kaum, wo wir hintreten. Für uns fühlt es sich so an wie ein Marsch durch den Himmel. Die Oberfläche des Salars wechselt sich ständig ab. Mal laufen wir über eine dünne Wasseroberfläche, mal ist der Boden unter uns trocken. Teilweise können wir 5 Kilometer in der Stunde laufen, manchmal schaffen wir nur einen. Steht Wasser auf dem Salar de Uyuni, wird er zum weltweit größten natürlichen Spiegel. Die zurückgeworfene Sonne ist so intensiv, dass sie verhindert, dass sich über dem Salar tagsüber Wolken bilden. Sobald es aber dunkel und kühl wird, kondensiert die Luftfeuchtigkeit und es kommen die schweren Gewitter. Immer wieder müssen wir die Route ändern. Wir kommen dabei immer gefährlich nahe an den roten, klebrigen Schlamm der Pampa. Wir marschieren weiter. Was zuerst ein kleiner schwarzer Punkt am Horizont ist, wird immer größer und stellt sich als eine kleine Hütte dar. Wir rasten hier für den Mittag und können den Besitzer des kleinen Hauses mitten auf dem Salar nach Bodenbeschaffenheit und Marschroute fragen. Okay, was hier so ein bisschen aussieht wie eine einsame Südseeinsel, ist die Wohnstätte des Hauses von einem Salzarbeiter hier, der diese unglaublich festen Salzblöcke aus dem Salz raushaut, aus dem hier in der Umgebung die ganzen Häuser sind. Wir machen hier gerade ein bisschen Pause, weil die Sonne sehr, sehr intensiv brennt. Wir sind hier vorbeigekommen, haben ihm einen kleinen Tee angeboten. Jetzt sitzen wir hier, kochen uns selber noch einen Tee und warten, bis die Sonne nicht mehr ganz so drückt. Und ich glaube, sehr wenig Leute, die sonst hier in Jeeps unterwegs sind, finden so schöne Plätze wie wir gerade.
Wir sollen hier nicht herkommen. Wir sollen nicht herkommen. Soweit wir es verstanden haben. Peligrosa. Noch was anderes, den wir zum Berg rüber wechseln wollen. Ja, das sollen wir auch nicht machen. Sonst sind wir, wer hat gesagt, tot wie Hunde. Ja. Das Blöde ist, dass wir genau das vorhaben. Morgen haben wir vor, wo ist er? Hier rüber zu wechseln. Nach einigen Stunden erreichen wir mitten auf dem Salar roten Boden. Ein breiter Vulkanfluss hat hier Lehm aus der Höhe auf den Salar gespült. Solange die Oberfläche trocken ist, kommen wir sehr gut voran. Jetzt haben wir noch 15 Kilometer oder so. Ne, 10, 15. Dann sind wir 10 los, jetzt haben wir 3 weg. Noch 10 Kilometer etwa, bis wir auf der anderen Seite hier sind. Weil wir laufen schon gefühlt Stunden in die Richtung und es kommt einfach nicht näher. Aber das Gelände wird schwieriger. Bis jetzt haben uns schon wie viele Leute gewarnt? Schon genügend. Auch heute Morgen, als unser Beppo mitgenommen wurde, wurde uns auch gesagt, nee, auf keinen Fall in die Richtung weiterlaufen, sehr gefährlich. Und morgen haben wir vor, von unserer Übernachtungsstelle hier am Rand der Berge zum Vulkan, wie heißt der? Tunupa. Zum Tunupa zu wechseln. Das sind knapp 30 Kilometer. Das sind 10 Kilometer mehr wie jetzt, aber wir sind natürlich jetzt schon ziemlich platt. Aber werden wir auch schaffen von der Strecke aus. Also 30 Kilometer schafft man innerhalb von einem Tag auf dem Gelände. Und wir haben uns auch gewarnt, dass es dort auch was gibt. Das sind im Salzlöcher. Und darunter geht es dann irgendwie 20 Meter Salzlauge oder so. Aber ein Bad wird uns eigentlich auch gut tun. Die ersten Fliegen sind hier aufgetaucht. Die erste Fliege seit 3 Tagen. Das könnte auch an deinen Socken liegen, ja. Vermutlich. Das ist keine richtige Blase, das ist wirklich nur trocken drin. Hier hinten habe ich. Aber das geht auch irgendwie. Das ist irgendwie ganz strange. Salz. Heute Abend hat Blasenpflaster. Für die Nacht möchten wir uns in der Nähe der Pampa einrichten. Während sich die Gewitter in den Höhenzügen am Rand des Salars entladen, spülen Regenfälle immer wieder frischen Schlamm auf die Oberfläche. Kurze Zeit später sitzen wir fest.